Leute, wenn die Gerüchte stimmen, soll im Mid-Season-Update ein heftiger Krypto- und Fuse-Nerf kommen. Gerecht oder ungerecht, entscheidet einfach mal selber, dass bei Krypto was passiert, war mir ja fast klar. Vor wenigen Tagen habe ich darüber gesprochen, dass wir im Mid-Season-Update geleakte Nerfs und allgemeine Änderungen bekommen sollen. Nächste Woche Dienstag ist es soweit. Ich glaube, es müsste der 17. sein, wenn ich mich nicht täusche. Der 17. September, also nächste Woche Dienstag auf jeden Fall. Und jetzt wurde geleakt, dass Krypto einen absolut krassen Nerf bekommen soll und es betrifft natürlich, wer hätte es gedacht, Überraschung, den Perk mit seiner Unsichtbarkeit. Der Perk soll bleiben. Wie genau der Nerf aussieht, weiß keiner so wirklich, aber geht einfach mal davon aus, dass wir nicht mehr unendlich lang unsichtbar sind, wenn wir in der Drohne sind. Ich gehe davon aus, dass es so sein wird, dass wir wahrscheinlich 10, 20 Sekunden ungefähr unsichtbar sind und danach wirst du langsam wieder sichtbar oder von jetzt auf gleich. Ich hoffe, es ist nicht irgend so ein sinnloser Nerf, dass er unsichtbar wird, aber vielleicht irgend so eine Art Glitch-Effekt hat, sodass der immer mal so ein bisschen sichtbar ist, weil dann brauchst du den Perk nicht. Dann ist das völlig Käse, aber ich glaube eher, dass wir wahrscheinlich auf Zeit unsichtbar sind und dann irgendwann eine Cooldown brauchen, um wieder unsichtbar zu werden. Das ist so meine sinnvolle Logik dahinter, die ich natürlich auch völlig nachvollziehen kann. Unendlich unsichtbar ist halt einfach Quatsch, muss man einfach mal so ehrlich sagen, auch wenn es sicherlich ganz, ganz lustig ist. Und jetzt müssen alle Fuse-Mains sehr, sehr tapfer sein. Er bekommt wohl angeblich einen Nerf, der seine ultimative Fähigkeit zumindest zum Aufdecken von feindlichen Gegnern völlig useless macht. Es ist nicht immer so einfach, mit seiner ultimativen Fähigkeit überhaupt was zu treffen, aber es soll wohl in Zukunft nicht mehr möglich sein, Gegner zu spotten. Das heißt, du knallst vielleicht blind links deine Fuse-Ult in einem Umkreis auf ein Gebäude und die Gegner, die in diesem Umkreis sind, werden dann wohl angeblich nicht mehr gespottet. Muss ich ganz ehrlich sagen, völlig useless dieser Nerf, ist überhaupt nicht erforderlich, wie ich finde, und macht auf jeden Fall Fuse, was das betrifft, weniger interessant, was ich sehr schade finde. Ich habe Fuse echt lieben gelernt, eine mega belastende Legende, wenn man gegen ihn spielen muss, aber schreibt mal in die Kommentare, findet ihr es sinnvoll? Muss das genervt werden, auch wie Krypto? Schreibt einfach mal komplett rein, was ihr davon haltet. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Verbleibe wie immer mit freundlichen Grüßen, wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.